Hallo und willkommen zum dritten und somit letzten Part unserer kleinen Dreier-Serie zum Gameplay-Pack Dschungelabenteuer. Im ersten Part hatten wir uns direkt ins Abenteuer gestürzt und haben dabei ein kleines Vermögen gemacht. Im zweiten Part haben wir ein Haus vorbereitet, welches unser Sparziel darstellen soll und besonders auf unseren Zimt zugeschnitten ist. Heute nun werden wir weiterspielen und die Spielidee weiter ausbauen und abrunden. Ich habe mir dafür auch schon ein paar Sachen überlegt, aber seht selbst. Da sind wir auch schon wieder bei unserer lieben Lena. Sie ist etwas gelangweilt, denn sie wartet auch schon darauf, dass wir wieder aufbrechen und uns ins Abenteuer stürzen. Unsere Lena hat Fernweh, aber diesmal werden wir uns nicht gleich ins Getümmel stürzen, um nach den Ausgrabungsgegenständen zu suchen, sondern wir werden etwas anderes machen. Lenas Herz schlägt nicht nur für die Archäologie, sondern auch allgemein für Selvadorada. Sie interessiert sich sehr für die Sims, die hier leben, aber auch generell einfach für die Kultur. Wir können uns deshalb vornehmen, dass Lena die Kultur von Selvadorada, also die selvadoradianische Kulturfähigkeit, erwirbt und diese auch maximieren soll. Und Lena soll auch nicht nur hier sein, um ihr Geld zu verdienen, sondern auch, um einen ganz besonderen Sim kennenzulernen. Bisher ist sie ja die ganze Zeit eigentlich nur alleine gewesen, das muss aber ja nicht länger so sein. Sie kann sich hier in Selvadorada nach einem geeigneten Partner umschauen. Er weiß auf jeden Fall, wie man hier das Tanzbein schwingt. Der Versuch, ihm ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, ist wohl etwas daneben gegangen. Aber sie gibt nicht auf. Deswegen checken wir ihn jetzt erstmal ein bisschen weiter ab. Dadurch, dass er ja offensichtlich von hier kommt, wäre es ja eigentlich praktisch, wenn er ihr etwas über diese Kultur erzählen könnte. Aber irgendwie suche ich nach dieser Gesprächsoption vergebens. Doch, nach Dschungelfragen. Genau. Okay, die Laune habe ich ein bisschen gecrashed mit meiner Direktheit. Aber ich glaube, verloren ist es noch nicht. Das haben wir wohl verkackt. Die Stimmung hier scheint ja nicht sehr prickelnd zu sein. Lena denkt sich auch nur, okay, wo bin ich hier gelandet? Zum Glück gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man diese Fähigkeit, also die selvadoradianische Kulturfähigkeit, wie man diese aufbauen kann. Das kann man ganz einfach tun, indem man diese Statue hier ansieht. Da sehen wir diesen Fähigkeitsbalken. Also wir sind gar nicht darauf angewiesen, dass wir hier geeignete Leute aus Selvadorada finden, mit denen wir ein Pläuschchen halten können. Das geht alles auch auf anderem Wege. Durch diese Fähigkeit schalten wir immer mehr Möglichkeiten frei, die es uns ermöglichen, mehr Anteil an dieser Kultur zu haben. Unter anderem lernen wir so auch zu tanzen, wie der Typ, den wir da gesehen haben. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt, und werden uns jetzt ein bisschen vorbereiten auf unser nächstes Abenteuer. Hier können wir allen möglichen Kram kaufen, aber ich glaube, das Wenigste bringt uns jetzt auch voran. Der Tänzer, der uns so schön seinen krassen Tanzstil vorgeführt hatte, ist sogar ein Standbetreiber. Wir sind jetzt wieder zurück im Dschungel und ich möchte euch gleich erstmal ein paar Dinge zeigen. Wir haben jetzt schon Level 6 der Archäologiefähigkeit erreicht und dadurch können wir jetzt nicht mehr nur hier in dem Dreckhaufen buddeln. Wir können eine ganze Ausgrabungsstätte anlegen. Hier an dieser Ausgrabungsstätte können wir jetzt viel länger graben als an so einem ganz normalen Hügel. Was uns jetzt auch noch zugute kommt, ist, dass wir einfach auf den Boden klicken können und sagen können, nach Ausgrabungshügel absuchen. Jetzt sucht sie umher, bis sie einen Hügel gefunden hat. Heißt, wenn wir einfach mal keinen finden, können wir einfach so einen aufspüren und können so viel besser Plätze finden, wo wir wieder neue Sachen ausgraben können. Und hier können wir natürlich auch wieder sagen, Ausgrabungsstätte anlegen. Was will diese Person aus Tomering von uns? Wir sind schwer beschäftigt. Und unsere gute Lena hat auch nur die Schätze aus Selvadorada im Kopf. So muss das sein, denn wir haben natürlich noch einiges an Cash zu machen, bis wir dann erstmal überhaupt ins Haus einziehen können. Wow, wir haben jetzt hier einen Raum entdeckt mit 3 Kisten. Und nicht nur das, wir haben hier auch noch einen Gast. Beziehungsweise wir sind der Gast und hier wohnt jemand. Moment, die Kamera will nicht. Was ist hier verkehrt? Was ist das? Mit Ulna plaudern. Wer und wo? Wer oder was bist du denn? Was ist das denn? Und warum hat es ein Handy? Oh mein Gott, die Kamera.
du Schande. Was bist du denn? Offensichtlich ein Skelett. Tempelwächter. Ja. Passt ja. Interessant. Das ist schon cool, aber irgendwie auch... Und vor allem, dass die Kamera hier überhaupt nicht will, ey. Das ist ja furchtbar. Na? Okay, 2116. Da hatten wir bei dem anderen mehr gehabt. Aber wir haben hier wieder einen Frosch. Na? 9000! Oh mein Gott, mit denen sind es schon 20 fast. Oh mein Gott. Heftig. Wir haben schon fast die Hütte zusammen, ne? So, Lena ist jetzt hier bei der Bar angekommen und hat auch schon ein bekanntes Gesicht entdeckt. Das ist Santiago, den sie auch schon an ihrem Ankunftstag hier kennengelernt hatte. Bisher war er ihr ja etwas abgeneigt und sie, naja, ihre Flirt-Skills haben wohl darunter gelitten, dass sie die meiste Zeit bisher immer nur in Ruin verbracht hatte. Aber jetzt haben wir wohl noch eine zweite Chance. Denn ich finde, für so einen random Sim hier sieht er gar nicht mal so bad aus, oder? Genau, sag ihm was Nettes. Gibt es scheinbar momentan nicht so viele Sims, deswegen finde ich es eher eine ganz gute Partie. Um Verabredung bitten, los! So, da fackelt sie nicht lange. Nun sind wir auch schon wieder zurück und haben so viele Artefakte in petto, die wir alle freilegen müssen. Ich bin gespannt, ob wir dann schon das Geld für das Haus bereit haben. Lena möchte jetzt ihre ganzen Sachen verkaufen. Und wenn wir Glück haben, dann sollte unser Geld schon ausreichen, dass wir uns das Haus kaufen können. So, Lena hat die Koffer gepackt. Wir haben jetzt 68.000 Simoleons und damit genug, um endlich in das Haus ziehen zu können. Sie hat noch fast 20.000 Simoleons auf der hohen Kante und damit können wir jetzt ihr Haus ein bisschen noch in Schale werfen. Ich habe mir überlegt, wir stellen jetzt hier erst einmal ein, dass wir uns die Sachen anzeigen lassen, die mit dem Pack-Dschungelabenteuer kommen. Denn so können wir uns geeignete Deko-Gegenstände raussuchen, die halt zum Ausdruck bringen, dass unsere Lena ein richtig großer Selvadorada-Fan ist. Wir könnten hier gucken, dass wir vielleicht einen passenden Teppich finden. Hier gibt es den ein bisschen neutraler. Ja, man muss jetzt ein bisschen gucken, es soll sich natürlich nicht allzu sehr beißen. Es soll natürlich sich ins Große und Ganze so ein bisschen einfinden. Also ich möchte jetzt nicht, dass die Einrichtung komplett nur aus diesem selvadoradischen Stil besteht, denn es geht ja darum, nicht ein Haus zu bauen aus diesem Pack, sondern einfach nur durch die Deko-Gegenstände und ja, kann auch ein paar andere Objekte nehmen, aber mit diesen soll halt einfach nur zum Ausdruck gebracht werden, dass unser Sim ein großer Selvadorada-Fan ist. Und da könnte man hier so eine kleine Vase sowas nehmen hier. Mit diesem Puschelgras, hier so ein Blumentopf zum Beispiel. In diesem Stil, also so Dinge, die halt, sag ich mal, eher realistischer sind, die man sich halt so, ja, für seine Einrichtung dann halt auch so holen würde, wenn man ein Fan von so einer Kultur ist. Wir haben im Inventar ja auch noch so ein paar Gegenstände, die wir extra gekauft hatten, die man dann hier irgendwie so platzieren könnte, die man halt so einen Special-Platz findet. Diese Puppen hier, die könnte man ja auch noch sammeln und ausstellen. Das wäre ja auch noch eine tolle Möglichkeit. Ja, doch, eigentlich ganz süß, wenn sie nicht so unheimlich wären. Wenn unser Sim jetzt auch schon ein paar Mal in Selvadorada war, dann könnte man auch sagen, man setzt sich hin und man erstellt nochmal ein ganz besonderes Outfit in diesem Stil für seinen Sim. Dass man sagt, dieses Outfit soll so in der Freizeit getragen werden oder bei dem nächsten Urlaub zum Beispiel. Dadurch, dass Lena die Kulturfähigkeit maximiert hat, kann sie jetzt sogar Rumba-Sim tanzen. Und zusammen mit ihrem neuen Freund macht sie sich jetzt auch gerne mal eine schöne Zeit in Selvadorada. Die gesammelten Objekte können nun nach und nach in ihrer eigenen Galerie ausgestellt werden. Und nicht nur Lenas Ausstellung scheint stetig zu wachsen, denn in ihrem Bauch wächst langsam ein kleines Wunder heran. Für die Zukunft sind ganz unterschiedliche Spielideen noch denkbar. Man könnte sich jetzt vornehmen, dass sich Lena jetzt komplett auf die Malerei konzentriert, solange sie ihr Baby großzieht.
Ihr Partner kann sie dabei natürlich auch sehr unterstützen. Wenn dieses ein Kind ist, kann sie zusammen mit dem Kind in Urlaub fahren und dort wieder nach Artefakten suchen und auch versuchen, ihrem Kind im Laufe der Zeit die Archäologiefähigkeit näher zu bringen. Ich hoffe, ihr hattet an diesem kleinen Projekt genauso viel Spaß wie ich gehabt. Falls ihr Lust hättet auf ein neues, ähnliches Projekt zu einem anderen Erweiterungs- oder Gameplay-Pack, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Marisa.